Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Am heutigen Dienstag, 1. Dezember, mein Geburtstag. Danke für alle Gratulationen in die Kommentare. Hier im Schwarzwald hat es erneut geschneit heute Nacht. Und zwar nicht nur hier oben, sondern der Schnee ging bis runter ins Tal, Bad Segging, Hochrhein. Im Landkreis Waldshut in Lörrach hat es auch schon mehrere Unfälle gegeben. Querstehende LKWs, umgekippte Transporter. Und temperaturenmäßig hier oben haben wir gerade aktuell -3 Grad. Fühlbar kommt es mir vor wie -10. Es ist extrem, extrem kalt und ich zeige euch jetzt hier mal ein bisschen die Landschaft. Ich bin hier oben wieder an der Wehrhalde, wo ich sonst immer meine Wetterberichte mache für euch. Hier ist eigentlich gut ausgebautes Netz und ihr seht's. Also wir haben hier über Nacht, das hat heute Morgen in die frühe Morgenstunde angefangen, so 2, 3 Uhr, circa 10 bis 15 Zentimeter Schnee, alles weiß, unter im Tal auch. Ich plane ein Community-Video. Ich habe unten einen Link reingemacht. Schickt mir doch euer Bild oder euren Videoclip, so 10 Sekunden, Querformat per WeTransfer, www.wetransfer.com. Und ich mache dann ein kleines Community-Video mit euren Aufnahmen. Schreibt mir dazu, wo das aufgenommen wurde, vielleicht die Uhrzeit noch und welchen Namen man einblenden darf. Kommt dann im Laufe des Abends oder morgen. Und es ist fürchterlich kalt hier. AMG Killer XD 96. Vielen Dank. Danke übrigens für deinen Beitrag schon. Er hat mir schon ein Bild zugeschickt über die WhatsApp-Gruppe. Und es ist fürchterlich kalt hier. Es soll auch übrigens, ja, es soll leider regnen. Es kommt zur Glätte. Ja, am Mittwoch wird es ein bisschen wärmer wieder. Und dann kommt aber am Donnerstag schon wieder Schnee, vor allem im Erzgebirge, hier bei uns im Süden nicht so. Sind wir mal gespannt, ob das hier bei uns das weiße Glück bleibt. Skifahren ist aktuell wegen der Pandemie und den Maßnahmen untersagt. Die ganze Skilifte steht hier still. Und ja, leider. Wie findet ihr das, dass hier der Wintersport aktuell leidet? Wie würdet ihr es finden, wenn die Regierung den Wintersport hier dieses Jahr komplett verbieten würde? Ja, also Ski und Snowboarder. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich bin gespannt. Und liken heißt immer danke für die Berichterstattung. Ich muss jetzt zurück, weil mir gefrieren gerade die Finger ab. Es ist Wahnsinn. Robert Brandstätter und Carmen Isele, Servus. Ich bin oben am Steinerne Kreuz bei Wehrhalde, hier, wo ich öfters bin. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis dann. Liken heißt danke, wie immer, für die Berichterstattung. Und bis dann und tschüss.